dass wir ein Land sind, gerade vor den Erfahrungen, die wir in unserer Geschichte mit uns herumtragen, den Erfahrungen und der Tragödie des Faschismus und des Nationalsozialismus. Wir sind ein Land, das denjenigen, die politisch verfolgt werden, die um ihr Leben laufen, die ihr Leben retten müssen, Schutz bietet. Und das steht in unserem Grundgesetz und das stellen wir nicht zur Debatte. Weltoffenheit ist also notwendig. Aber Weltoffenheit bedeutet nicht, dass jeder kommen kann, der das möchte. Wir müssen uns aussuchen können, wer nach Deutschland kommt. Das sage ich hier ganz ausdrücklich. Und deshalb gehört auch dazu, dass wir das Management der irregulären Migration hinkriegen, dass wir die Zahl derjenigen, die irregulär nach Deutschland kommen, reduzieren und dass wir diejenigen, die nicht bleiben können, auch wieder zurückführen. Und darum haben wir auch in dieser Frage die größte Wende im Umgang mit irregulärer Migration in Deutschland zustande gebracht.